Hallo, Namaste. Mein Name ist Steffi und ich mache mit dir heute eine kleine Yoga-Sequenz am Morgen, sodass du fit in den Tag starten kannst. Fühl mal nach vorne, nach hinten mit deinen Füßen, dass du einen stabilen Stand hier hast. Wenn du hier angekommen bist, voller Stabilität, die Knie leicht gebeugt, nimmst du mal die Hände auf deinen Bauch. Wir fangen mit einer tiefen Bauchatmung an. Schließe mal für einen Moment die Augen und atme ganz tief hier ein und aus in deinen Bauchraum. Tiefe Atemzüge ein- und ausatmen. Nimm mal den Atem wahr. Und dann noch einmal ein- und ausatmen, dann blinzelst du, öffnest die Augen und startest mit der Meeresatmung. Du verengst dafür ein bisschen die Stimmritze, dass dieser Kehlton entsteht, der sich wie so ein Rauschen anhört. Und das kannst du auch wunderbar durch die Nase machen, wenn du den Mund schließt. Und dann faltest du hier mal die Hände, machst eine Räuberleiter. Und dann streckst du dich mal bis nach oben, machst dich ganz lang, schaust auch mal nach oben. Und wenn du magst, kannst du hier mal den Bauch aktivieren, den Beckenboden aktivieren und dann auf die Zehenspitzen kommen. Schau mal auf einen Punkt, entweder oben oder geradeaus und balanciere dich hier aus. Halt die Balance, mach dich ganz lang. Dann komm zurück auf die Füße, löse die Arme, falte mal die Hände hinter dir und ziehe die Schulterblätter zueinander. Jetzt bist du weit geöffnet im Brustkorb, kannst die Beine leicht öffnen, atmest hier mal in den Brustkorb ein und aus, nimm den Atem wahr. Und dann gehst du in eine Vorbeuge tief nach unten, streckst die Arme so weit du kannst. Nach oben lässt man den Kopf ganz locker hängen. Vielleicht machst du noch mal ein bisschen ja, 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 nein, nein, nein. Lässt den Atem fließen. Löst dann die Arme, die Hände, lockerst Schulter, Kopf und Nacken. Alles ganz locker hängen lassen. Wenn du magst, greifst du hier die Ellbogen, nimmst die Meeresatmung wahr. Lass dich hier nochmal von rechts nach links ein bisschen schaukeln, Baum. Alles mal loslassen, alle Anspannung rauslassen. Aus Schulter, Kopf und Nacken. Ganz leicht nochmal nicken oder Kopf bewegen, schütteln. Dann hebst du den Blick. Nimmst die Hände ins Namaste vors Herz und kommst mit geradem Oberkörper langsam wieder nach oben, schließt die Füße hüftweit. Findest auch hier wieder deine Atmung, das Atemgeräusch und nimmst mal die Arme in eine, ja ich sag mal, Kronleuchter-U-Position. Die Knie sind etwas gebeugt, die Füße stabil, gut geerdet. Zieh nochmal die Zehen nach oben, nimm die Auflageflächen des Füßes wahr. Groß die Beine, klein die Beine, hinten die Ferse. Und dann setzt die Zehen wieder auf den Boden ab. Nimm deinen Atem hier wahr. Und jetzt machen wir im Fluss der Atmung eine leichte Rotationbewegung aus der Brustkorb, Brustwirbelsäule von rechts nach links. Und geh immer nur so weit, wie es gerade für dich passt, wie es für dich heute angenehm ist. Also du atmest ein in der Mitte. Atmest aus, drehst dich auf die Seite. Und dann kommst du wieder in die Mitte. Atmest hier ein, auf die Seite, atme aus. Ein in die Mitte, aus, auf die Seite. Und so kannst du das von einer Richtung in die andere Richtung machen. In deinem Atemtempo, was du jetzt gerade hast. Mit der Einatmung in die Mitte, mit der Ausatmung auf die Seite. Und den Kopf immer mitbewegen in diese Dehnung hin und her.
Noch einmal jede Seite, jede Richtung in deinem Atemfluss. Und dann bist du in der Mitte, löst die Arme, die Hände, kannst sie einmal kurz locker, locker hängen lassen. Die Schultern nochmal lockern, zwei, dreimal hier kreisen. Und dann öffnest du mal deine Beine, ja, in eine leichte Grätsche. Die Füße sind parallel zueinander. Lass dir aber den Füßen so ein bisschen die Fußaußenkanten, bleib hier ganz stabil, ganz bequem, aufrecht und gerade. Für die Seitdehnung machen wir jetzt eine kleine Atempause. Das heißt, du hältst 2 bis 5 Sekunden die Luft an, nimmst als erstes mal den einen Arm nach oben, streckst ihn in die Länge, atmest ein, dann halten und kurz die Luft anhalten und lösen, ausatmen. Solange du einatmest, nimmst du hier den Arm nach oben. Halten, dehne dich hier. Nimm die andere Hand hier gerne in die Hüfte. Und dann sinken lassen. Und wieder wechseln. Atme ein. Dehne. Und atme wieder aus. Nach oben einatmen. Dehnen. Und lösen. Wir machen jede Seite auch hier noch einmal. Tief ein. Halten. Und das letzte Mal aus. Dreh mal die Füße nach außen. Mach hier mal eine hohe Hocke. Verhake die Daumen. Zieh den Bauch rein. Aktiviere deinen Beckenboden. Und dann nimm mal die Arme nach oben. Und lass sie sinken mit dem Ausatmen. Schau, ob du hier oben in die Hocke bleibst oder ob du vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen kannst. Und mach dann mal die Armbewegung im Rhythmus deines Atems. Mit jedem Einatmen hebst du die Arme nach oben und mit jedem Ausatmen lässt du sie wieder sinken. Noch einmal. Super, sehr gut. Jetzt drehst du die Füße wieder parallel, bleibst mal hier mit diesem Bein geöffnet und nimmst die Hände in die Hüften, ziehst Ellbogen und Schultern so weit du kannst zueinander. Jetzt machen wir mal den Wechsel zwischen Rückbeuge und Vorbeuge bis in einen Tisch. Und für die Rückbeuge ist es immer wichtig, dass wir hier den Beckenboden aktivieren. Das schützt den unteren Rücken. Deswegen spann mal den Beckenboden an, zieh hier Schambein, Steißbein zueinander, öffne dich im Herzraum, soweit es gerade geht. Und dann komm bis in die Waagerechte nach vorne in einen Tisch, sodass man sozusagen ein Glas auf dir abstellen kann, ganz gerade mit dem Rücken. Und dann gehst du nach oben, aktivierst wieder den Beckenboden. Vielleicht kannst du sogar die Kraft Beckenboden und Bauchspannung hier halten, während du die Übung machst. Und dann mach das in deinem Atemtempo. Öffnen, ein, nach vorne, langer, gerader Rücken, ausatmen. Und wieder ein, atmen, weit hier öffnen. Und ausatmen, mit langem, geraden Rücken nach vorne. Atme ein, öffne dich im Herzraum. Atme aus, langer Rücken nach vorne. Einatmen. Und gerade Rücken. Wir machen es noch ein letztes Mal. In die Rückbeuge mit der Beckenbodenspannung. Und dann nach vorne, langer, gerade. Rücken, sehr gut. Und wenn du hier angekommen bist, kannst du jetzt mal langsam die Hände oder die Fingerspitzen sinken lassen. Und wenn du nicht gleich auf den Boden kommst, beug einfach so weit die Füße, die Beine, bis du mit den Fingerspitzen oder Händen am Boden angekommen bist. Und dann lockere hier nochmal Schulter, Kopf und Nacken. Ganz locker, locker, locker. Nochmal Rippen, Kopf bewegen sanft. Nochmal ganz langsam. Wenn du magst, kannst du auch nochmal die Ellbogen greifen und dich hier locker, locker hängen lassen.
Und dann kommst du wieder mit einem geraden Rücken hier und möglichst gestreckten Beinen nach vorne in den geraden Rücken. Lässt eine Hand auf den Boden und nimmst den anderen Arm nach oben. Falls du mit den Fingerspitzen und mit der Hand nicht so gut nach oben kommst, kannst du dir auch einen Yoga-Block oder ein Kissen nehmen. Ich zeig's mal mit dem Kissen. Und dann auf dem Kissen die Hand absetzen. Mit dem Einatmen gehst du in die Mitte und mit dem Ausatmen drehst du dich auf die Seite. Jedes Mal einatmen, Länge. Ausatmen, öffne nach oben. Atme ein und atme aus. In die Mitte, gerade Rücken. Öffne dich. Und nochmal in die Mitte ein. Drehen. Wir machen jede Seite ein letztes Mal. Und danach gehst du nochmal in eine Vorbeuge. Entweder lässt du die Hände hier oder vielleicht kannst du die Fingerspitzenhände auch auf den Boden absetzen. Die Beine dürfen auch leicht gebeugt sein. Und lässt hier nochmal den Oberkörper tief hängen in der Vorbeuge, soweit es für dich heute geht. Ganz langsam beugst du beide Beine und setzt nacheinander die Hände auf den Hüften ab. Nimmst den Oberkörper lange und gerade nach oben, ganz langsam und schließt dann die Füße. Jetzt haben wir so alle möglichen Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule gemacht. Strecken, Beugen, rechts, links, Rotation, rechts, links, Rückbeuge und Vorbeuge. Jetzt machen wir zum Abschluss noch eine Balance, um dich für den Tag heute ein bisschen zu sammeln, zu zentrieren und zu konzentrieren. Hier hilft es auch, wenn du einmal mit dem Augen dir einen Punkt suchst, geradeaus, wo du hinschaust. Und wenn du dich super gut erdest mit deinem Standbein, ja, dass du hier Wurzeln schlägst. Jetzt ist erstmal der eine Fuß mein Standbein. Wie ein Baumstamm schlage ich Wurzeln. Und dann nehme ich die Ferse Richtung Gesäß, greife hier den Fußspann. Ich zeige es euch mal seitlich. Ich zeig's dir mal seitlich. Genau. Und dann schau mal, dass die Knie parallel sind und halte mal hier auch diese Dehnung und die Balance. Aktiviere dafür den Beckenboden, zieh den Bauchnabel nach innen und wenn du magst, kannst du hier den Arm nach oben strecken, mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis machen und halten. Weiter atmen, ganz konzentriert. Tief ein und wieder aus. Dann löse den Arm und den Fuß, lockere mal beide Füße, beide Hände und kreise nochmal die Schultern ganz locker hin und her. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Also du verlagerst erstmal das Gewicht auf den Fuß, erdest dich gut mit dem Fuß, Wurzeln schlagen, dann Ferse Richtung Gesäß. Schau mal, dass das Knie nicht nach außen geht, sondern dass die Beine, Knie parallel sind. Kannst entweder die Hände in der Hüfte hier lassen oder du streckst den Arm nach oben. Kannst auch hier ein Mudra Daumen und Zeigefinger zusammen machen. Schau mal, wie es heute für dich passt, ob es sich so gut anfühlt. Ich zeige es hier auch nochmal von der Seite. Und halte, schau ganz konzentriert auf einen Punkt. Bauch rein, Beckenboden aktiv. Finde deine Balance, konzentriere dich. Für den Fokus und die Konzentration und die Zentrierung heute für den Tag. Atme ein und mit dem Ausatmen löse mal den Arm, die Beine, lockere beide Füße, die Arme, zwei, dreimal die Schultern, lockere die Beine, genau. Und jetzt öffne die Beine so ganz leicht, so ein bisschen und den Oberkörper nochmal von rechts nach links. Um die innere Achse ganz locker voller Leichtigkeit hin und her bewegen. Dann kommst du zur Ruhe, stellst dich nochmal stabil hin, beugst die Knie etwas, nimmst die Hände auf den Bauch und beendest die kleine Yoga-Einheit heute mit einer tiefen Bauchatmung. Schließe dafür mal die Augen. Komm an und spüre, wie du gut geerdet bist, mit beiden Füßen stabil am Boden. Atme ganz tief ein und aus und nimm wahr, wie sich die Bauchdecke dehnt mit jedem Atemzug.
wie ein Luftballon, der auseinandergeht und wieder zusammen. Du atmest ein und du atmest aus. Bauchdecke dehnt sich auseinander und wieder zusammen. Einatmen und ausatmen. Noch einmal. Super. Ganz langsam kommst du wieder an, blinzelst, öffnest die Augen, löst die Hände. Nimm die Hände nun ins Namaste für den Abschiedsgruß. Vielen Dank. Ich hoffe, die Yogastunde hat dir gut getan. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Nimm die Energie mit in deinen Alltag und ich freue mich, wenn wir uns auf der Yogamatte wiedersehen. Tschüss, Namaste. Yoga.